Willkommen zurück zu einer neuen Folge, The Amazing Spider-Man. Wir hängen hier gerade so ein bisschen rum mit meinem neuen Kostüm. Viele wollten ja haben, dass wir hier drüben nochmal in den Comicladen gehen. Normalerweise müssten wir jetzt hier Bombman schärfen, aber hey, so viel Zeit muss sein. Wir lesen Comics lieber und wir werden hier gescannt. Gar nicht gut. Oh shit. Alles klar, jetzt haben wir ein Problem. Endgegnerzeit. Immer noch am Leben. Wäre auch ein bisschen zu einfach gewesen. Okay, wo will es hin? Alles klar, ich bin wieder dran. Wow, wir können das Ding hier fliegen. Na komm! Okay, keine Flügel mehr. Sehr cool. Ein sehr cooles kleines Event. Ja, jetzt haben wir auch mal sowas gesehen. Dabei wollte ich doch nur neue Comics holen. Hey, Spinne. Egal, jetzt gehen wir mal rüber zu Stan. Die Bomben können noch ein wenig warten. Wo war denn jetzt der Comicladen? Ich bin total verwirrt. Spider-Man ist auch schon wieder. Also, der Comicladen hier. Immer noch in der Straße. Wir gehen zu Fuß. Ja, ja, wir rempeln hier die Nerds an. Und den alten Mann. Der Mann ist ja riesig. Ist ja ein richtiger Riese. Oder Spider-Man ist relativ klein. Das ist jetzt eben hier die Frage. Die Leute haben Angst vor mir, weil ich hier Bedrohungsstufe 2 bin. Kein strahlender Held, sondern der Bösewicht. Gut, gehen wir rein. Genau dich wollte der alte Stan heute sehen. Na, der alte Stan. So, hier drüben sehen wir die Figuren, die wir bekommen haben. Was haben wir hier so? Peter Parker, Spider-Man. Wir können sogar ranzoomen. Sehr elegant, sehen auf jeden Fall sehr schön aus. Onkel Ben, Tante May. Ach ja, damals noch das glückliche Pärchen. Die Straßenräuber. Hier sehen wir einmal den Standardschläger, dann da unten die Speedo-Russin und hier oben den Unmenschen. Mann, 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 was für ein Brocken. Muss verwandt sein mit dem Kingpin. Meine Freunde hören sich die Band im Jazzy Johnnys an, während ich durch die Stadt schwinge und mich vermöbeln lasse. Ach, das glamouröse Leben eines Superhelden. Der Mörder von Onkel Ben. Was haben wir noch? Oh yes, Stan Lee. Der Besitzer des Ladens hier und der Erfinder von Spider-Man. Herr Schulz, auch bekannt als der Schocker, war jetzt nicht so der Schocker. Was sehen wir hier? Die Spezialeinheiten. Ah, hier sind die Russen. Und hier wieder so ein Unmensch. Speedy und natürlich der Standardschläger, der Standard-Ivan. Max Dillon, Elektro. Ja, der arme Max. Im Grunde ein Unschuldiger. In den Wahnsinn getrieben durch diesen Mann hier. Der Kingpin, auch bekannt als der fette Hamster. Mann, 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 kein Kinn. Kein Hals. Alles ein Pin. Craven. Hat uns viel beigebracht. Am Ende aber verloren und geflohen. Und hier drüben, meine Traumfrau. Mit der würde ich eigentlich durchbrennen. Wir zoomen mal ran. Yep, mit der hier würde ich durchbrennen. Aber die Figuren sehen eigentlich ganz cool aus. Erinnert mich so ein bisschen an Street Fighter. Da konnte man die ja auch sammeln. Ein Jäger. So einen haben wir eben gerade bezwungen. Auch ein ganz schöner Brocken. So, mehr haben wir noch nicht. Die anderen müssen wir alle erst noch freispielen. Ich denke mal, wenn wir das Spiel beendet haben, gehen wir hier nochmal hin. Eine fehlt noch. Naja, wahrscheinlich drei. So, Comics. Ja, 300 Seiten kann man insgesamt hier finden. Eine ganze Menge Holz. Die Dinger sind hier leider nur im Englischen. Dennoch kann man sie hier lesen. Ben Parker. Wir können blättern. Also wir haben hier
doch relativ lange und große Comics. Ist schon irgendwie cool. Also wer sowas sehen will, sollte die Seiten auf jeden Fall einsammeln. Auch hier gegen Kraven und hier gegen den Schocker. Peter Parker hat Zugang zu manchen Orten, die für Spider-Man tabu sind. Poster. Wie viel haben wir davon? Gerade mal 2? Ist aber ein bisschen wenig. Ich dachte, wir hätten mehr. Und hier drüben halt noch Ben. Onkel Ben. Gut, sonst können wir hier eigentlich nichts mehr erledigen. Wir können auch nicht mit Stan reden, soweit ich weiß. Nicht wahr, Stan? Deswegen gehen wir wieder raus. Wir werden hier nochmal reingehen am Ende vom Spiel. Hast du den Beitrag von Whitney Chang über die Taskforce gesehen? Das sind alles korrupte Cops. Fisk hat sie alle rausgeworfen, um seinen Hintern zu retten. Und bei dem Hintern gibt es wirklich viel zu retten. Oh ja, du sagst es. Dann gehen wir hier nochmal rein und schauen uns hier nochmal ein wenig um. Gut, jetzt retten wir erstmal die Stadt. Der grüne Kobold treibt hier sein Unwesen. Und wir müssen auf jeden Fall hier die Bomben endlich mal aus dem Weg räumen. Kann ja nicht sein. Denn immerhin sind wir ja hier der Retter der Stadt. Okay, jetzt gerade nicht, wegen der Bedrohung. Aber sonst in der Regel schon. Alles klar, schwingen wir mal rüber. Die nächste Bombe ist ganz in der Nähe. Okay, Freunde, wir müssen uns beeilen. Der Kobold legt überall seine Bomben. Alles klar, wie machen wir es? Wir bombardieren sie. Tut mir leid, ich benutze das Wort einfach so gerne. Hey, ich versuche hier die Rüstung ist weg. Aufzuhalten. Wow, 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 wow. Boom, Schakalaka. Einer weniger. Unmöglich. Mit dem Ionennetz werden alle gleich viel umgänglicher. Alles klar, der da hinten feuert rum. Geht mir ganz schön auf die Nerven. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Die Bombe tickt. Hier ist was für den Zusammenschnitt. Und den nächsten hier. Auf keinen Fall. Den haben wir beinahe. Bist du nur ein verängstigtes Kind? Oh nein. Hui, der da hinten schaltet mich aus. Letzten ist erstmal nichts. Ich muss klug vorgehen. Ran müssen wir gehen, ran. Und jetzt die Bombe. Beeilung, Spider-Man. So, mitgenommen. Das gehört auf den Grund des Flusses. Na dann düsen wir los. Okay, wir waren hier ziemlich in der Nähe. Das war knapp. Verdächtiges Paket gemeldet. Evakuierungsprotokoll befolgen. Der Bombenräumdienst wurde benachrichtigt. So, eine Bombe weniger. Eine fehlt noch. Und wir sind hier ganz in der Nähe von einem neuen Kostüm. Ich würde sagen, wir machen so einen kleinen Kostümwechsel. Denn ich will sie ganz gerne alle holen. Das Letzte, was wir hier brauchen, ist ein Spinner in Strumpf. Na, irgendwo hier unten. Wir müssen auf jeden Fall wieder in den Untergrund. Oh nein, eine Drohne. Dass man hier nie seine Ruhe hat. Alles klar, sehr gut. Die werden wir los. Na, wo genau müssen wir denn hin für das nächste Kostüm? Das muss doch hier ganz in der Nähe sein. Ah, hier drüben. Die alte Dame hier drüben weiß Bescheid. Ist sogar mal wirklich eine alte Dame. Normalerweise sind es ja immer junge Frauen, die sich anhören wie alte Damen. Jemand hat sich alle Mühe gegeben, das zu verstecken. Ein neues Versteck der Russen. Einen neuen Anzug. So mag ich das. Komm mal mit, Kumpel. An die Decke mit dir. Oh, wir haben schon so viele Russen aus dem Weg geräumt. Ich kann sie gar nicht mehr zählen. Na, ganz schnell hier rum. Und noch einer weniger.
So, mit den Spinnensinnen schauen wir mal. Wir müssen nach unten gehen. Die Spinne! Komm, oh nein! Der hat mich gesehen. Alles klar, wir bleiben hier. Warten ein bisschen. Eventuell haben wir Glück. Der dreht sich um. Runter mit uns. Der hier steht zu dämlich. Na, wie hole ich ihn weg? Hier kann ich nicht durch, oder? Doch, hier kann ich durch. Warte mal. Kleiner Trick. Ein Problem weniger. Na, dann gehen wir hier hin. Schwupps, in die Ecke mit uns. Spinne in der Ecke. Auch nicht besonders ungewöhnlich. Hilfe! Nein! Ich sehe ihn! So ein Mist! Du wirst weniger nervös sein, wenn du dir mich nackt vorstellst. Um ehrlich zu sein, tu das nicht. Hui! Noch Level 2 geworden mit dem Anzug. Na, komm ich so ran? Es könnte eng werden. Na, ah, Mist! Ich habe kein Glück. Sehr gut, den haben wir auch. Hui. Die nerven hier heute ganz schön rum. Können wir irgendwo anders noch runter? Das Problem ist ja eben, wir dürfen hier keine Aufmerksamkeit bekommen. Na, wir können doch hier hin. So rum, so ran. Tat das weh? So nach Moment. Oben. Mir fällt gerade ein, dass mir das egal ist. Wenn ich so weitermache, fliegt meine Deckung auf. Jetzt hier hin. Und den hier. Und der letzte Mann ist da hinten. Beeilung. So zu kämpfen. Ich bin hier für die Witze zuständig. Komm schon, komm schon, komm schon. Wow, ganz enges Ding. Da könnte ich glatt Geld mitverdienen. Hui, wir sind durch. Mann, hiermit könnte ich abgefahrene Sachen basteln. Geschafft. Yes, neuer Anzug. Na dann, legen wir ihn an. Na okay, ich muss sagen, wir sehen wirklich verdammt cool aus. Schauen wir uns hier mal die Werte an. Was kann der denn so? Okay. Schadensbonus minus 5. Kugelresistenz minus 5. Heiltempo minus 5. Der kann ja gar nichts. Gar keinen Bonus, den wir gebrauchen können. Wir sind hier völlig wehrlos. Andererseits, vielleicht wenn wir ihn leveln, kann es sein, dass er dann richtig gut wird? Moment mal, wie heißt denn der Anzug? Flipside. Aha. 1995. Wie man sieht, wieder jede Menge Punkte. Wir könnten uns hier mal Lehmen nehmen. 9400 hätten wir noch. Dann machen wir hier Ladetempo 2 oder hier unten Schwächen. Gut, nehmen wir mit. Denn aktuell haben wir ja sehr viele Gegner mit Rüstung. Gleich noch hier die nächste Stufe. Sehr schön. Weiter nach unten können wir gar nicht. Also hier sind wir schon am Maximum. Ionennetz. So, Freunde. Die nächste Bombe wartet auf uns. Jetzt Zeit, dass wir hier den grünen Kobold ein wenig einheizen. Wo ist die Drohne? Wo ist die Drohne? Wo ist die Drohne? Duell. In den Lüften. Das gibt's doch nicht. Ich komme nicht ran. Das liegt nur an meinem neuen Anzug.
Der macht mich viel, viel schwächer. Davor war ich skillig. Jetzt kann ich gar nichts mehr. Und nach oben mit uns. Ich meine, sieht ja eigentlich ziemlich cool aus. Wow. Wo müssen wir hin? Ganz nach oben. Das höchste Gebäude in der Gegend hier. Und schwupps. Kommen wir hier nicht ran? Worauf zum Teufel habe ich denn da gezielt? Ich habe keine Ahnung. Aber hier kommen wir hin. Wir rennen hoch. Stilvoll rennen wir hoch. Sieht auf jeden Fall verdammt cool aus, wenn wir hochrennen. Die letzte Bombe. Jep, der will spielen. Und wir müssen die hier aus dem Weg räumen. Ihr seid entweder Abtrünnige oder Idioten. Wenn ihr nur blöd seid, entschuldige ich mich später. Boah, die Dinger explodieren. Komm schon. Peter, was machst du denn? Wir kommen da oben nicht hin. Die Steuerung ist mein Feind. Hey, wow. Ich kann mich nicht erinnern, einen Spinnenflambé bestellt zu haben. Jetzt aber Beeilung. Gehen wir schwimmen. Ob wir das hinbekommen? Das wird eine enge Nummer. Eine verdammt enge Nummer. Noch bin ich dran. Noch könnte das hier was werden. Und abseilen. Gerade noch geschafft. Niemand legt Bomben in meiner Stadt. Niemand.